So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Genau, wir brauchen eine Docking Station, also eine Undock-Vorrichtung, damit wir auch die Energie transferieren können, die hier hergestellt wird, damit wir dann halt praktisch die Batterien aufladen. Das heißt, wir werden noch ein paar mehr Batterien reinpacken und dann sollte das entsprechend auch funktionieren. Okay, jetzt suche ich nur gerade Fracht, genau. Ich brauche einmal das und ich brauche das. Genau. So, dann machen wir es uns ganz einfach. Ich möchte das nämlich nicht da drüben haben, sondern ich möchte das hier haben. Das heißt, machen wir das einfach so hier. Und dann mit der 9 entsprechend so. Ja, sehr gut. Wir müssen es halt nur schweißen. Jedes Mal, wenn es dann so kurzfristig rot wird, also praktisch hier diese Anzeige für das Hydrogen, dann denke ich mir so, oh oh, gleich stürzen wir ab. Aber zum Glück passiert da nichts. Da bin ich sehr froh drüber. So. Mal gucken, was wir noch alles brauchen. Ich glaube, noch ein bisschen mehr als das, was ich dabei habe. Kleines Stahlrohr, okay. Und Motor, okay, machen wir mal. Wir müssten ja eigentlich genug haben. Ja, sieht zumindest so aus. Warte mal, davon ein paar weg. Genau. So, das ist fertig. Sehr gut. Ja, das funktioniert. Jetzt bin ich nur überlegen. Hat denn... Warte mal, das ist ja das hier. Ja, ne? Die passen aneinander. Ja. Das funktioniert, oder? Ich glaube schon, ich bin halt überlegen. Ich weiß es nicht mehr, ne? Ob das so funktioniert hatte. Aber ich glaube schon. Ja, müssen wir dann halt gleich mit runterbauen, weil ich glaube, so viel Energie haben wir nämlich nicht mehr. Und das wäre echt nicht so vorteilhaft. Wir haben einen Frachtcontainer, den müssen wir, weil wenn das angedockt ist, kann ich nämlich auch die Triebwerke abbauen und dann richtig positionieren, ne? Dass das entsprechend vernünftig aussieht und funktioniert auch. Ja, dafür müssen wir jetzt halt nur hochfliegen. Das heißt, ich würde diesen Frachtcontainer auf jeden Fall lassen. Ja, und würde dann... praktisch das hier so dran setzen. Ja, das müsste funktionieren. Hoffe ich. Ich hoffe einfach mal, dass wir uns das nicht verkalkulieren. So, einmal einsteigen bitte. So, das falsche Taste hier. So, das ist dann praktisch einmal verriegeln und entriegeln. Genau. Jetzt müssen wir nur noch die Batterien einstellen. Batterie. Schiff. Einfach nur, dass wir das halt separieren können. Genau. Und die sollen aufladen. Puh. Da haben wir aber Glück gehabt. Alter Schwede. Ja. Scheiße. Ja, ne? Gleich mal so richtig verkackt. Oh, weia. Ah ja, gut, okay, funktioniert. Okay.
Genau, 8 verriegeln. Wunderbärchenhaft. Jetzt ist es mit der Basis verbunden und ich brauche mir keine Gedanken machen. Jetzt müssen wir nur mal gucken mit den Batterien. Was die gerade sagen. So, Batterie. Ja, 1, 2, 3, das sind die. Vollständig entladen. Nein, das wollen wir ja nicht. So. Wo ist denn das hier? Die Gruppe jetzt. Da ist es, genau. So, die sollen aufladen. Und da sehen wir, jetzt holt er sich die Energie. Wir müssen es halt nur entsprechend umstellen. Aber so können wir dann, jetzt sieht man auch, es ist jetzt auf gelb und nicht mehr auf grün. Das heißt, jetzt funktioniert es jetzt nicht, jetzt holt sich nur Energie. Aber so können wir entsprechend unser Schiff immer wieder aufladen, auch wenn wir keine Reaktoren haben. Weil wir haben ja hier, wir erzeugen ja hier nicht unbedingt genügend, aber zumindest etwas Strom. Und ich werde definitiv noch so ein Windding hier hinbasteln müssen. Wie viel Abstand haben wir dazwischen? 3 Stück. Dann wäre ja hier praktisch der nächste. Ja, wir brauchen da noch mehr. Das reicht uns nicht aus. Ist das schon wieder? Nee, oder? Ist doch. Entschuldigung. Ist der richtige. Dann setzen wir den auch noch ein bisschen höher als den anderen. Entschuldigung. Wie viel höher ist der? Ist nur ein Block höher. Ruhe, passt das. Das ist ungefähr so das gleiche Schema. So, Wind müsste eigentlich schon anzeigen, genau. Und da bin ich naft. Und dann mal schnell herstellen. Oh, nur Träger fehlen, ansonsten haben wir alles. Das ist ja schön. Dann können wir gleich mal gucken. So, dann gib mir mal die Träger. Ich weiß, ich habe welche gesehen. Ah, ich glaube, wir brauchen 24, habe ich gesehen, ne? Mal gucken. Ja, hat nicht ganz gereicht. Und ich muss echt dran denken, dass ich gleich nochmal Nahrungsmittel herstelle. Denn es könnte sonst so ein bisschen problematisch werden. So, nochmal 10 Stück, das reicht ja dann. Oh, das ist so angenehm schnell, ne? Im Vergleich zu dem kleinen, was wir da hatten die ganze Zeit. So. Und dann vergleichen wir jetzt gleich mal die Werte. So, Wind. So, das ist Turbine 1, okay. Optimal. Ah, die liefert dann auch schon, ne? Wenn wir sehen, 353 und hier sind das. Also liefert fast 100 Kilowatt mehr als die kleine. Und das heißt, dann werden wir die jetzt nach oben setzen. Ich werde die anderen abbauen. Und werde die nach oben setzen. Weil wenn ich dadurch so viel mehr Energie erzeuge, also da möchte ich nicht darauf verzichten, ne? Ist ja irgendwie logisch. Ich denke, das kann man nachvollziehen. Und da die Teile ja schon vorhanden sind und ich sie ja nur einmal abbauen, wieder aufbauen muss, ist das jetzt ja auch kein Riesenaufwand. Aber es lohnt sich halt. Weil die Solarenergie ist halt nicht unbedingt die beste, ja. Und dann machen wir hier nochmal so 4 Batterien mit dran, dann sollte das wahrscheinlich reichen. Also ich habe keine Ahnung, wir müssen es halt einfach ausprobieren. So, gucken wir nochmal. Was haben wir jetzt? Optimal 353. Oh, die ist nur gut. Okay, und die ist jetzt auch nur gut. Ich glaube, das liegt daran, dass die im Weg ist, ne? So, wenn wir jetzt die weggenommen haben. Ich glaube, das liegt wirklich daran. Ja, okay, nicht optimal, aber schon besser. Oder liegt das vielleicht denn hier ran? Oh, nee, das darf... das darf ich jetzt nicht machen. Kann natürlich auch sein, dass der Wind gerade nachgelassen hat, ne? Wer weiß. Wir gucken einfach mal so ein bisschen. Wir wollen das ja mal kontrollieren, ne? Ja, das, wobei, das ist die aktuelle. Ja, das kann sein, dass die nicht optimal ist, weil hier was im Weg ist. Das wäre natürlich möglich. Das heißt, wir setzen die einfach nochmal ein bisschen höher. Nochmal so 2, 3 Felder.
Einfach um den so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und dann ist es vielleicht schon. Na, wir brauchen definitiv noch die dritte. Das reicht sonst nicht. Aber die können wir ja zum Beispiel noch woanders bauen. Das ist ja nicht so das Thema. So, was sagt er jetzt? Optimal. Ja, sehr schön. Das ist sehr gut, ey. Das heißt, nur dadurch, dass wir die beiden jetzt auf optimal gesetzt haben, haben wir praktisch diese eine, die fehlt, schon fast kompensiert dadurch, ne? Ja. Das ist schon heftig, wenn man sich das überlegt, ne? Was das ausmacht. Und ich habe schon gerade mal so grob überschlagen. Ich denke, wir haben ja hier schon diese Vorrichtung. Wir werden einfach das hier so hinbauen, ja. Ich finde, das ist eine wunderbare Idee. Ich wollte ja hier eh so eine Art Rahmen drumherum machen. Und dann gehe ich einfach hier so ein bisschen weg von der Basis. Ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob das genau dran ist. Und also von dem, wo eigentlich die Startrampe sein sollte, müssen wir mal so ein Minischiff bauen, was dann halt wirklich nur für den Start ist. Also für von wegen so von hier nach oben und zurück. So ein kleines Mini-Shuttle, ja. So, das müsste reichen, hoffe ich. Mal gucken, ich habe es extra noch ein bisschen höher gebaut, weil hier der Berg in der Nähe ist. Dann kontrollieren wir das jetzt mal. Na, dann zeig ich mal her. Optimal. Ah, das ist ja super. Boah, krass. Das heißt, wir haben jetzt praktisch 300 Kilowatt mehr zur Verfügung als vorher. Richtig, richtig gut. Naja, würde ich sagen, verabschiede ich mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.